Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadum, zu einem der letzten Loot Chest Unboxings mit dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, das sieht aber ziemlich ramponiert aus. Da hat der Postbote aber ordentlich mal ein bisschen Karate trainiert hier. Mit einem Handkantenschlag hier oder was. Was soll das hier? Ja, okay, wie auch immer. Ich brauche wahrscheinlich hier wieder mal eine Schere. Das ist ja, ja, okay. Natürlich bin ich sehr gut auf das Video vorbereitet. Ich habe mich natürlich Spitzenklasse vorbereitet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Wie immer natürlich hochgradig professionell, wie es sich halt gehört. So, haben wir die Schere mal rausgesucht, mal aus dem hintersten Eckchen wieder der Bude hier rausgewühlt, anstatt sie vor der Aufnahme hier mal zurechtzulegen. Ja, dann öffnen wir mal die vorletzte Loot Chest. Ja, das ist die vorletzte Loot Chest, ist Part 5. 6 Loot Chests habe ich bestellt. Und was haben wir hier drin? Ja, direkt mal springt mich hier ein T-Shirt an. Ich pack mal hier die Schere weg. Jo. So, ein T-Shirt. Wuhu! Was steht denn da drauf? Semper Ludens. Kann man sehen. Ich muss hier in die Kamera gucken, ob das passend ist. Wird uns bestimmt im Prospekt, in der Broschüre. Prospekt sage ich schon. Ist ja kein Prospekt. Wird jetzt in der Broschüre bestimmt erklärt, was es mit dem T-Shirt auf sich hat, falls ich das jetzt hier nicht mitkriegen sollte. Gewaltsam rausgerissen. So. Ich breite es mal direkt aus. Oh, was steht denn da drauf? Gamer steht da drauf. Semper Ludens. Okay, ich habe eine kleine Ahnung. So eine minimale Ahnung, was damit gemeint sein will. Aber das Symbol, das sieht, ja, das sieht nice aus. Kann sich sehen lassen. Ja, das sieht ultimativ aus. Kann man tragen. So, was hätten wir hier noch? Game of Thrones. Ja, gut. Da bin ich genau der Falsche dafür. Game of Thrones ist bei mir leider merchandise-mäßig falsch. Falscher kann es gar nicht sein. Aber gut. Ja, eigentlich schon drauf, aber gut, trotzdem mal nach drinnen. Oha. Hier haben wir so ein, wie soll ich es nennen? So eine kleine Figur. So einen kleinen Großkopf. So ein Dackelfigur ist es nicht, aber so eine kleine, so ein kleines Stehmännchen. Ich habe es mal geguckt. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mal die erste Staffel habe ich zu Ende geguckt. Mir hat es nicht wirklich gefallen. Also, ja, mir ist nicht sehr Spaß gemacht, aber ja. Vielleicht guckt man irgendwann die zweite und die dritte Staffel und dann, ja, bin ich irgendwann Zeit dafür finde. Hier haben wir Nuclear Gum. Hatten wir das nicht schon mal in der Loot Chest? Das haben wir doch schon mal gekostet, oder? Gab es doch sowas ähnliches. Das schmeckt doch eh alles gleich. Und mal ein bisschen schnuppern dran. Ja, es riecht genauso wie es, ja, riecht genauso wie es sonst immer auch ist. Ein Fass, ein Atomfass. Das will ich jetzt in den Mund nehmen, oder was? Nachher bin ich hier verstrahlt. Alles klar. Das sieht doch appetitlich aus. Und grüne Flüssigkeit im Inneren. Schmeckt halt wie gewohnt.
einfach nach Himbeer und Chemie. Frage ist bloß, warum schmeckt das grüne Zeug innen drin nach Himbeer? Und ätzt gerade meine Zunge weg. Was haben wir denn hier? Okay. Mit dem Logo in Kombination fällt es mir jetzt auf. Das sind die Knöpfe von der PSP, also von der PlayStation. Jetzt habe ich schon ein bisschen kaputt gemacht. Ich wollte sie eigentlich nur öffnen. Ach, hier Topfuntersetzer oder hier Tassenuntersetzer, genau. Hier haben wir das Dreieck, ein Kreis, ein Kreuz und Viereck als die Tasten des PlayStation-Controllers. Ja gut, wissen wir, woran sind es. Mach's mal gleich hier wieder an die Seite. Können wir nachher mal gucken. So, hier noch irgendwas? Nein, da ist nichts. Hier haben wir Top Trumps. Also ein Top-Trumpf-Kartenspiel. Yu-Gi-Oh! Wer ist der ultimative Duellant? Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt finden würde, wenn ich danach suchen würde. Davon habe ich mal die Harry Potter-Version habe ich gekauft und hier ganz zum Schluss am Boden die Spider-Man Comic-Sache. Ein gratis Cartoon. Zwei komplette Spider-Man-Stories. Review zum Marvel-Event. Okay. Mal kurz reingeblättert. Piu, 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 bang, bang, batz und so weiter, halt die Comicsprache. Ja, ich habe da schon auf dem Regal schon zwei Comics zu stehen. Da habe ich auch schon ein Video gemacht, zu was dort vom Regal steht. Da kommt jetzt noch was dazu, ja, wie es ausschaut. Ja, ich finde es halt immer sehr schön, wie das halt hier aussieht, hier die gezeichneten Sachen. Immer faszinierend. Aber so, ja, Comic lesen, das ist nicht so wirklich mein Ding. Ja. Ab und zu mal kann man es machen. So, und ganz am Boden der Loot Chest. Press to Loot. Die Loot Chest Zeitschrift hier. Ich sag wieder Zeitschrift, ist kein Netz. Zeitschrift ist so ein kleines Heftchen dazu, was halt in der Loot Chest drin ist. So, da steht was zum T-Shirt. Und so schön immer die Preise darunter, was halt, was das halt alles wert ist. Im Ganzen, wenn man es halt einzeln kaufen würde. Wir sind Nerds, wir sind Gamer. Spürst du schon die Vorfreude auf die spannenden Releases? Fängt dein Herz schneller an zu schlagen, wenn du an dein Lieblingsgame denkst? Tage stolz das Wappen der Gamer, denn auch 2018 erwarten uns neue Games und wir lassen die Klassiker wieder aufleben. Ah, also ein Erkennungst-T-Shirt für Nerds und Gamer, sozusagen. Ja, Jon Snow, den kenne ich sogar, also, ja, wie gesagt, ich habe die erste Staffel geguckt. Ich kenne die Charaktere von der ersten Staffel so ein bisschen. Hatte ich hier die bereits 1995 mit der PlayStation aufgetauchten Controller-Sticks-Dings. Untersetzer sind es. Hier sind sie als Untersetzer. Und ein Duell mit Hilfe von Yu-Gi-Oh! Hier. Yu-Gi-Oh! Spider-Man-Comic und Nuklear Gum. Alles klar. Liebst du es auch, neue Süßigkeiten zu entdecken? Dieser Kaugummi ist nicht nur bösartig sauer, sondern gleichzeitig auch noch scharf. Er enthält Reste aus Chemielaboren, also pass auf, dass du nicht zum Mutanten wirst. Was packt ihr mir hier immer für einen Süßigkeiten-Krams rein? Naja. Was soll's. So, alles wieder rein in die Box. Ja, schön drapiert hier.
Der Loot-Test hier in der Kiste. Ich weiß hier nicht, ob das jetzt ganz zur Geltung kommt, aber ja, hab's halt irgendwie schön aussehen lassen wollen. Hier noch alles mal drin vertreten, auch der Kaugummi hier, seine Verpackung. Ja, gut. Da das eines der letzten Loot-Tests ist, sogar das vorletzte Loot-Test-Unboxing von mir, will ich auch diesmal wieder was verlosen, und zwar, nein, nicht das Game of Thrones Figürchen, das ist mir dann doch schon ein bisschen, ja, zu lieb geworden. Na, was heißt lieb geworden? Aber das schaut schon sehr schön aus. Kann man auf das Regal mit drauf packen. Finde ich nicht falsch. Ich würde gern die Top Trumps, hier die, das Trumpfkartenspiel loswerden. Na, was heißt loswerden? Ich würde das gerne euch zukommen lassen. Also, ja. Und da ich auch mit Yu-Gi-Oh! Absolut gar nichts anfangen kann, also ist an mir vorbeigezogen, dieser Trend. Also, ich kann damit absolut gar nichts. Also, das ist bei mir absolut viel am Platz. Aber vielleicht gibt es einen von euch, der auf Yu-Gi-Oh! Mehr steht als ich. Also, hoffentlich viel mehr steht als ich und das gebrauchen kann. Ich würde euch gerne zeigen, wie das so funktioniert. Aber ja, ich will es jetzt nicht auspacken. Ich will das halt so direkt verschicken. Vielleicht finde ich ja irgendwie mein Harry Potter-Dings. Warte! Akio Harry Potter-Kartenspiel. Jo, hier haben wir es. Das ist so meine Ausgabe, die ich mir mal gekauft habe. Ihr seht schon, ist dieselbe Firma, ist dasselbe Ding. Kann ich ja mal auspacken und euch zeigen, wie das ausschaut. Nein, das gibt es nicht zu gewinnen. Nein, das gibt es absolut nicht zu gewinnen. Hier gibt es dann Harry Potter und Ron und so weiter. Und die haben auch Percy Weasley und die ganzen Charaktere hier aus Harry Potter. Severus Snape. Ja, ist ganz super. Früher gab es das immer als Autokartenspiel. Da hat man irgendwie immer Zylinder und Hubreichweite oder sowas, wie das hieß, immer gemacht. Und ja, heute gibt es das auch als Harry Potter oder als Yu-Gi-Oh! Wer von euch ein großer Kartenfan, auch ein großer Trumpfspiel-Fan ist und auf Yu-Gi-Oh! Steht und dieses Kartenspiel gewinnen will, sind viele uns, der schreibt mir bitte in die Kommentare, wie er selbst zu Yu-Gi-Oh! Gekommen ist. Also, wie seid ihr dazu gekommen, Yu-Gi-Oh! Karten zu sammeln oder halt, was ist eure Verbindung gewesen zu diesem Franchise? Was ist halt, ja, warum mögt ihr Yu-Gi-Oh! Und ja, halt vor allem, wie seid ihr dazu gekommen? Ihr versteht schon, was ich meine. Ich schreibe es auch alles nochmal in die Infobox. Das wird alles nochmal vermerkt in der Infobox. Und ja, zwischen allen Einsendungen, die diese Frage beantworten, verlose ich dann das Teil hier und ja, das verschicke ich dann per Post. Und ja, bis dahin, ich würde sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Loot-Chest-Unboxing irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ein Loot-Chest-Unboxing kommt im Februar ja noch und dann kommen hier auch noch weitere tolle Videos. Ansonsten habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios. Haut rein.